ARC R8.3 Speedrun EG8 E-Klasse ist das. Und dann schauen wir mal, wie der Speed ist hier beim RC Speed Racer. So, ich mache jetzt hier mal auf Kilometer pro Stunde und hier ist der Peak Speed und den werden wir jetzt mal messen. Und dazu geht es jetzt auf die Strecke und los. Wir fahren jetzt hier, er fährt jetzt hier 3 Runden. Dann wollen wir mal sehen, was hier möglich ist. Wie gesagt, wir sind ja beim RC Speed Racer mit der super langen Geraden. Da geht schon einiges. Steht da eine Kamera von dir drauf? Nee, wir haben ein Speedmesser drauf. Dann sind wir auch alle. Ich bin gerade mal noch ein bisschen frei. Deswegen, ich stehe da so ein bisschen blöd im Bild, ne? Da dürfte eigentlich nicht aufmachen. So, noch einmal und dann schauen wir mal. Schon Wahnsinn. Bin echt gespannt, wie schnell das ist. Okay. Die 100-Taste geknackt. 103 waren es. Topspeed. 103 Topspeed hier. So, okay, geht los. Wow. Wahnsinn. Ich meine, es geht bestimmt mehr, wenn du länger stehen lässt und die Kurve ignorierst. Ja, irgendwie hat er das nicht gespeichert, obwohl er da stand. Alter Schalter, ey, das ist ja wirklich der absolute Hammer. Und der wird hier nicht langsamer sein, hier auf der Geraden, vor Start und Ziel. Der wird hier nicht langsamer gewesen sein, ne? Ja, 102.